Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Screencast bei Digital Listening. Ich bin Christopher. Heute will ich mich mit dem Thema Audio Routing beschäftigen. Doch fangen wir da erstmal mit einer grundlegenden Begriffsdefinition an. Was ist eigentlich Routing? Wikipedia hilft uns hier ganz einfach auf die Sprünge. Routing, Wegewahl oder Verkehrslenkung, also diese drei Substantive bezeichnen alle dasselbe, bezeichnen in der Telekommunikation das Festlegen von Wegen für Nachrichtenströme bei der Nachrichtenübermittlung über vermaschte Nachrichtennetze. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Vermaschte Nachrichtennetze, was ist denn das nun wieder? Das kann man relativ einfach an einer Grafik erklären. Die habe ich einmal hier. Die zeigt uns ein Computernetzwerk mit 9 verschiedenen Computern, die per Kabel oder WLAN miteinander verbunden sind. WLAN würde übrigens in dieser Form ein ideal vermaschtes Netzwerk darstellen. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass das eine Kabelverbindung ist. Ein vermaschtes Netzwerk sagt jetzt aus, dass jedes Gerät, was in dem Netzwerk vorhanden ist, mit einem anderen Gerät verbunden ist, beziehungsweise nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Computern, in diesem Fall Computernetzwerk. Und das ideal vermaschte Netzwerk wäre jetzt ein WLAN, wo jedes der Geräte ein Signal aussenden würde, was gleichzeitig jedes der anderen in dem Netzwerk verfügbaren Geräte empfangen könnte. Und was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Audio-Routing zu tun? Das kann ich euch auch erklären. Wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, ihr besitzt iTunes und ihr könnt in iTunes über Radio ein Online-Radio euch anhören. Problem an der Geschichte ist, ihr könnt es euch anhören, aber das war's auch. Ihr könntet eventuell die ganze Sache über komplizierte Verkabelungen auch aufnehmen. Aber es geht auch ganz einfach. Dazu könnte man sich jetzt das Programm Audacity nehmen. Mit ganz normalen Möglichkeiten könnte ich hier jetzt sagen, ich möchte eine Audioquelle aufnehmen. Wenn ich hier auf Aufnahme drücke, ist das Einzige, was ich aufnehme, meine Sprache, die jetzt hier von mir kommt, aber nicht der Ton. Und um dieses ganze Problem zu umgehen, stoppen wir erstmal die Aufnahme, möchte ich euch in den nächsten Folgen das Tool Soundflower vorstellen. Was genau Soundflower ist, wo ihr es bekommt und wie es funktioniert, wird in den nächsten Folgen besprochen. Dementsprechend bis morgen.